So sah das Ganze gestern noch aus. Wir stoßen aber trotzdem schon mal an, denn... Der Pop-Up-Weingarten in Frankenthal, hier ist nicht nur der Name Programm, sondern geht heute Abend nämlich auch schon los. Denn so könnte das Ganze heute Abend schon aussehen. Es erwarten uns gute Stimmung, regionale Bands und natürlich guter Wein. Und dafür ist Anna Cassagne die Fachfrau. Doch woran erkenne ich denn guten Wein? Also als bekennende Pfälzerin muss ich da schon mal sagen, der erste Prädikatspunkt ist natürlich, er muss aus der Pfalz kommen. Und danach würde ich sagen, das ist einfach jedermanns eigener Geschmack. Also ich glaube, die Pfalz bietet wirklich einen bunten Garten, über trocken bis lieblich, von weiß bis rot. Also ich glaube, da wird jeder fündig und findet für seinen Geschmack das Richtige. Sie sind kein Weinkenner? Auch kein Problem. Es gibt natürlich auch Bier, Sekt, Aperol und andere Trendgetränke. Sie können sich sogar mit Lumumba oder heißem Hugo wieder aufwärmen. Und für den knurrenden Magen werden kleine Schmankerl angeboten. Etwas essen, etwas trinken und dabei noch Gutes tun. Diese Woche schenkt der Lions Club Frankenthal mit dem Lions Club Freinsheim aus. Der Großteil des Erlöses geht an die Tafel in Frankenthal, die sich ein neues Kühlfahrzeug kaufen möchte. Danke für uns auch. Gilt also Prost und ab zum nächsten Tipp. Von Frankenthal geht es nach Heidelberg und zwar in die Salsa-Akademie. Wenn Sie jetzt denken, nicht wirklich mein Ding, ich kann mich nicht so gut bewegen, spätestens nach dem Wochenende können auch Sie mindestens Salsa tanzen. Bei Ogün und seiner Partnerin sieht das Ganze schon extrem gut und locker aus. Sie haben sich übrigens in der Tanzschule kennengelernt. Ob unsere Reporterin Alicia Beisel damit ihren Tanzskills mithalten kann? Gleichzeitig bis 7 zählen, den richtigen Fuß in die richtige Richtung und dabei noch den Blick vom Boden zu heben. Eine ganz schöne Hürde. Das und mehr lernt man am Wochenende und zwar beim Salsa-Workshop für Anfänger. Hier gibt's alles, was dazugehört. Basic-Schritte und Figuren, die richtige und aufrechte Körperhaltung und wie man beim Tanzen von Alltagssorgen einfach mal loslassen kann. Und bei Salsa wird's feurig, denn Ogün Özkutlu legt einen heißen Tanz aufs Parkett. Die Salsa-Unterricht kommt zum Schluss. Erst wir kommen zum Genießen, zweitens Freunde und Freude zu tanzen und dann dritte, ach, ein bisschen zu quatschen, entspannt zu bleiben und danach dann zum Schluss tanzen zu lernen. Wenn man in diesem Reihenfolge bei uns kommt, man geht wieder nach Hause ganz, ganz glücklich wieder zurück. Das Ganze natürlich Corona-konform. Kontaktdaten werden hinterlassen, der Abstand eingehalten. Maskenpflicht gibt's hier jedoch keine. Und mit Hüftschwung geht es weiter zu unserer nächsten Veranstaltung, nämlich ins Planetarium nach Mannheim. Hier findet am Sonntag die Vorführung Ein Sternbild für Flappy statt. Um was es dabei geht, erklärt uns Dr. Christian Theiß. Flappy ist eine sehr junge Fledermaus-Dame, die sehr neugierig und ein bisschen sozusagen anders ist als normale Fledermaus-Kinder. Und sie will ein bisschen was rausbekommen, was da eigentlich so am Himmel so manchmal funkelt und unterwegs ist. Und dazu hat sie viele Fragen und versucht dann sozusagen das rauszufinden. Sie ist unter anderem auch mal in der Sternwarte und sie fragt natürlich auch verschiedene andere ältere Fledermäuse um Rat. Und zum Schluss begibt sie sich dann auch auf die Suche nach einem Sternbild Fledermaus. Und ob sie das findet, sieht man dann. Natürlich sind die Vorstellungen hier ebenfalls Corona-konform. Es wurde jeweils eine Sitzreihe herausgenommen. Familien dürfen gemeinsam sitzen, zwischen Gruppen muss jedoch Abstand gehalten werden. Die Masken dürfen am Platz abgenommen werden. Die Vorführung wird von 5 bis 8 Jahren empfohlen. Selbst Erwachsene kommen auf ihre Kosten und können noch viel über Fledermäuse und den Sternenhimmel erfahren. Jetzt nochmal zusammengefasst. Feuchtfröhlich geht es heute Abend seit 17 Uhr vor dem Kongresszentrum in Frankenthal los. Der Eintritt ist frei. Bewegungsfreudiger geht es am Sonntag um 15 Uhr weiter. Der Workshop ist kostenlos, man kann aber auch 4 Salsa-Tanzkurse für insgesamt 70 Euro buchen. Das ruhigere Programm, das wir mit den Kids genießen können, findet am Sonntag ab 13.30 Uhr im Planetarium statt. Kinder zahlen 5 Euro, Erwachsene 9,50 Euro.